Hallöchen, Hallöchen und Hallöchen. Und ja, hier gibt's wieder die neueste Folge von den Sims 4. Ja, mit unserem Unileben würde ich mal fast sagen, ne? Und unser Glimmer ist bei uns. Wir hatten mit ihm in der letzten Folge ein Techtelmechtel und er ist dabei kaputt gegangen, weil Roboter und nass ist nicht so angenehm, könnte ich mir denken. Du hast Hunger, warum nimmst du dir dann nicht einfach mal was? So, was möchtest du denn? Nein, du wartest jetzt nicht. Du nimmst jetzt nämlich auch was zu essen. Na? Warte, du darfst gleich auch. Kannst ja mal die verdorbenen Reste daraus sortieren. Weil sonst stinkt er nämlich nur rum. Unsere Kleine, die ist schon am Schlafen. Wie sieht es eigentlich bei dir in der Theater-AG aus? Schon Stufe 3. Und sieht auch nach einer Beförderung aus. Einser-Grundschülerin. Und hier sind wir ja nicht wirklich weitergekommen. Ich habe mich eigentlich mal gefragt, wie es so wäre, wenn ich die Alterung anmachen würde. Und sich dann der Haushalt ein bisschen anders dann immer wird oder so. Oder ich lasse es einfach so. Ist ja alles in Ordnung, glaube ich. So, dann kannst du hier mal ein bisschen aufräumen. Nur ich weiß halt nie, wann ich die Kleine. Oh, Klimmer schläft hier. Okay. Auch irgendwie komisch, ne? Ja, okay, dass du ins Bett fallen willst, ist mir klar. Und das kann eigentlich mein Kühlschrank. Ihr fallt alle jetzt ins Bett, oder? Ach, du tanzt. Du könntest vielleicht gehen. Bevor wir noch nicht unseren Gartenroboter haben, wird das wohl erstmal nichts werden mit, dass wir den Garten einfach so lassen. So, und dann alle gießen. Und Stufe 3 schon von der Gartenfähigkeit. Wow. Ich muss los. Tschüss, Klimmer. Hast du denn schon alles gegossen? Okay. Ja, hast du noch gar nicht fertig gejätet. Was soll denn der Mist? Na hopp. Alles verkaufen. Abgeschlossen, abgeschlossen. Ja, das sieht doch alles gar nicht mal so schlecht aus. Was jetzt bei dir eigentlich fehlen würde, wäre tatsächlich die Schreibfähigkeit. Vielleicht arbeiten wir daran noch mal ein bisschen. Ah, die Kleine ist wach. Aber die. Warte mal, kannst du dich vorher mal duschen? Es fehlt auch nicht mehr viel.
Wir arbeiten von zu Hause aus, weil wir das sonst nicht hinkriegen. So, endlich hast du es geschafft. Jetzt kannst du dich mal ein bisschen hinhauen. Ja, genau. Du hast noch 5 Stunden bis zur Arbeit. Heute ist keine Uni für dich. Es sind 2 Tagen wieder. Dann kannst du ja ruhig mal schlafen gehen. So, was ist denn bei dir? Präsentation hast du noch nicht gehalten? In 30 Minuten sind die Dings. Also, wenn du wiederkommst, dann kümmern wir uns um deinen Job. Und die Präsentation, wie sieht die aus? Ausgezeichnet. Ja. Unter Umständen, wie lange hast du denn? Können wir nämlich die danach halten. Na? So. Wir wollten ja eigentlich schon mal längst wie soll ich sagen, mal in den Urlaub gefahren sein. Irgendwann war das mal, da habe ich gemeint, wenn der Jack mit seinem Studium fertig ist, dann fahren wir mal in den Urlaub mit der kleinen Familie. Jo. Was daraus geworden ist, ich habe echt keine Ahnung. Geh erstmal duschen. Dann kannst du dir immer noch Gedanken machen, ob du unbedingt einen Fahrstand machen willst. So, du bist jetzt auf dem besten Weg zur Uni. Das ist toll. Du wirst auf jeden Fall aktiv zuhören. So, dann kannst du noch die Teile plündern, weil da ist immer irgendwie was Interessantes dabei. Und was können wir denn an dem Fernseher verbessern? Wir könnten toller empfangen. Drei umweltverträgliche Upgrade-Teile. Sowas könnten wir natürlich auch mal uns hinstellen. So einen Dings halt, ne? Nicht bei Fernsehen. Das ist doch bei Aktivitäten. Diesen Heimfabrikator. Weiß zwar nicht, ob das hier an der Ecke so schön aussieht. Na, dafür müssen wir ja erstmal im Müll wühlen. Du kannst gerne Fernsehen gucken, wenn du möchtest. Du könntest ruhig noch weiter schlafen. Aktuellen Kanal schauen. Ja, kannst du doch machen. Hält dich doch gar keiner auf. So, Jack. Ich hatte ja mit dir. Alter, wie schnell ist denn dieses Zeugs? Wie das nachwächst, Mann. So, ich würde mal fast sagen, dass du jetzt erstmal deine Abschlussprüfung hältst. Abschlusspräsentation. Danach kannst du dann die Hausaufgaben machen. Abschlusszeremonie, ja, genau. Ah, ich weiß ja nicht, ob wir das unbedingt brauchen. Ach ja, stimmt ja, du hast ja Computerwissenschaften abgeschlossen. Können wir denn uns irgendwie einen Bonus? Wahrscheinlich nicht, ne?
Es fehlt nicht mehr viel wegen unserer Robotikfähigkeit, ne? Ja. Möchtest du da nicht mal an einem Fähigkeitenkurs teilnehmen? Wo ist sie denn? Oder wir nehmen mal an Herstellung. Irgendwie. Ja, ich glaube, das ist doch was. Das hat ja sehr viel Spaß aufgefüllt. Im Prinzip null. So. Du bist auch... Ah, okay, es ist Prüfung. Und du bist nicht aufgeregt? Wow. Wir sollten mal von dir eine Scheibe abschneiden, meine Liebe. Ja, okay, wir machen damit. Wir brauchen nämlich nochmal wieder ein aktuelles Foto. Ich weiß, das bricht jetzt sozusagen die Fähigkeit, den Fähigkeitenunterricht ab, aber egal. Und ich bin mal dafür. Wo bist du denn? Hallo? Könntest du... Ja, danke. So. Clemens Frost. Entschuldige, dass ich dich störe. Was hat mich nicht interessiert? Im Moment nicht. Ach, guck mal, da sind die anderen... So, Comedy auf jeden Fall. Beziehungsweise Videospiele. Und du machst Logik. Und du gehst ja arbeiten. So, und du kannst jetzt da mal reingehen. Fragt sich, ob ich... Nein, jetzt gerade nicht. Ich habe gerade meine Abschlusszeremonie, falls dich das interessiert. Ach, guck mal, wer da ist. Der... keine Ahnung. Oh Mann, wo bist du denn jetzt hin? Larry... Ah, guck mal, da ist Cameron. Ja, ja. Wadida. Muchi-pichi. Go-ange. Aber ich denke mal, wir gehen dann auch demnächst wieder nach Hause. War schön, dich zu treffen. Aber wir haben noch andere Pläne zu Hause. So, dann kannst du dich mal umziehen. Apropos umziehen. Ich glaube, es wird auch mal echt Zeit, dass wir andere Klamotten mal kriegen. Weiß nur noch nicht, wann ich das eigentlich machen soll. So, auf jeden Fall ist sie jetzt erstmal fertig mit der Uni. Deswegen kannst du auch normal zur Arbeit gehen. So, du siehst doch danach aus, als ob du keinen Plan hättest, was du eigentlich anfangen solltest mit deiner Zeit, ne? Deswegen, ich habe da schon einiges vor mit dir. Und zwar, dass wir jetzt erstmal... ja, ist das dein Computer? Nö, ne? Karriere. Und zwar
Wahlrecht recherchieren. Nee, das ist ja an dieser, an der Maschine hier gewesen. Fallrecht, da. So, und du, meine Liebe, was machst du? Du müsstest eigentlich noch Auftritte geben, ne? Das heißt, Auftritt geben, Lamas. Mehr hast du nicht, ne? Und dann kannst du ja eigentlich noch einen. Ja, genau, weiter planen. So, du hast gar keinen Spaß. Aber das macht nichts. Dann guckst du dir nämlich den Comedy-Kanal an. Ja, ist ja mal gut. Es wird schon wieder besser werden. Unterwegs zur. Oh, super. Du musst schon wieder los. So. Müssen wir dafür eigentlich irgendwas fleißig arbeiten? Genau. Vielleicht kriegen wir ja irgendwie was ganz Tolles. Eine Beförderung. Das dauert immer so Ewigkeiten, bis sie dann fertig sind. So, und bei dir? Kannst du ja die Grube der Verurteilung geben. Und da müssen wir mal dafür sorgen, dass du hier mal die Videospielfähigkeit erhöhst, ne? Hoppala. Wir gehen natürlich zu dem Treffen. Wurdest du jetzt befördert? Ja, wir sind Stufe 9. Level 8 der Schreibfähigkeit erreichen. Ja, es fehlt ja nur noch ein Dings. Ja, ich glaube, wir sind eigentlich schon durch, ne? Mit dem. Wüsstest du eigentlich auch noch lernen? Das will ich nochmal nachgucken. Ah ja, du könntest hierfür lernen. Dann machst du das erstmal. Und du kannst dich jetzt erstmal. Warte mal, weißt du was? Es ist doch warm, oder? Nee, es ist kalt. Nicht, dass du schon wieder ableben durch Erfrieren irgendwie. Guck doch einfach mal den Kinderkanal. Vielleicht lockert der dich da ein bisschen auf. Mann, hier stehen immer die vergammelten Sachen. Glückwunsch, Charlie. Jansen hat ihren Abschluss an der. Ja, genau. Ist doch klar gewesen. So. Und befördert werden wir natürlich noch nicht, weil wir noch nicht die Stufe 10 erreicht haben. Wer ist das? Dennis Kim. Ich rufe an, um dich zu informieren, dass der Ur-Ur-Urgroßvater des Freundes deiner zweiten Grades verschieden ist und dir ein großes. Oh, sehr clever. Nun ja, es gibt einige Bedingungen, aber. Moment. Bedingung ist, dass es keine Bedingungen geben wird. Wenn du nach Bedingungen fragst, also gibt es keine Bedingungen, oder? Oh Gott. Jetzt haben wir einfach irgendwas gekriegt, ne? Ich habe nicht drauf geachtet, wie viel. Ja, aber ich glaube, es müssen mal andere
Stylings her. Und ich denke mal, darum kümmere ich mich dann in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.